Der schwarze Hautkrebs, das sogenannte maligne Melanom, entsteht aus entarteten Pigmentzellen in der Haut und ist der bösartigste Tumor der Haut, den wir kennen. Personen, die besonders gefährdet sind, ein Melanom zu entwickeln, sind vor allen Dingen Menschen mit sehr heller Haut und roten Haaren, aber auch Menschen, die vor allen Dingen in ihrer Kindheit zahlreiche Sonnenbrände hatten. Das besonders Gefährliche am Melanom ist, dass es relativ früh Absiedelungen, sogenannte Metastasen, in innere Organe ausbilden kann. In unserer aktuellen Forschungsarbeit konnten wir jetzt zeigen, dass die Entzündung in der Haut, wie sie bei einem Sonnenbrand vorliegt, diese Absiedelung von Metastasen entlang von Gefäßen in innere Organe unterstützt und verstärkt. Im Folgenden werden Ihnen nun beteiligte Forscher unsere gemeinsame Arbeit im Detail vorstellen und Ihnen einen Überblick über unsere Arbeit geben. Um den Einfluss von UV-Strahlung näher zu analysieren, haben wir uns unter dem Mikroskop Gewebeschnitte angeschaut, die gefärbt wurden. Hier ist ein repräsentatives Bild von einem unbestrahlten Gewebe, das grün angefärbte Immunzellen zeigt und ein feines Netz von rot angefärbten Blutgefäßen. Im Gegensatz dazu sieht man im UV-bestrahlten Gewebe eine massive Einwanderung von grün gefärbten Immunzellen und eine Aktivierung und Erweiterung von den rot angefärbten Blutgefäßen. Um zu zeigen, dass Melanomzellen tatsächlich entlang von Blutgefäßzellen wandern können, haben wir in einem mikroskopischen Ansatz, wo markierte Zellen hier gezeigt, die grün markierten Melanomzellen auf verschiedenen anderen Zellen wandern können. Wir haben dabei festgestellt, dass die Melanomzellen selektiv auf der Oberfläche von Endothelzellen, von sogenannten Blutgefäßzellen wandern und nicht auf der Oberfläche von Hautzellen oder von isolierten Komponenten der Unterhaut. Diese Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben, tragen entscheidend zu dem Verständnis bei, dass Melanomzellen entlang von Blutgefäßen metastasieren können, was für die Tumorbiologie von entscheidender Bedeutung ist. Um herauszufinden, was die Entzündung genau mit den Melanomzellen macht, haben wir modernste genomische Analyseverfahren verwendet. Und hier in Rot dargestellt können wir zeigen, dass bestimmte Programme aus der Embryonalentwicklung wieder angestellt werden. In der Embryonalentwicklung ist es völlig normal, dass Zellen im Körper wandern, um zum Beispiel an ihren Bestimmungsort zu gelangen. Umso wichtiger ist dann auch ebenfalls, dass diese Programme abgestellt werden. Und hier zeigt sich das Problem. Die Entzündung, zum Beispiel hervorgerufen durch einen Sonnenbrand, verursacht, dass die Melanomzellen mobiler werden. Das heißt, sie verlassen ihren Ort in der Haut und fangen an, eben ins Gewebe hin zu den Blutgefäßen zu wandern. Als ich das erste Mal die Ergebnisse sah, wie Melanomzellen gezielt Blutgefäße aufsuchen können, beziehungsweise auf Blutgefäßzellen wandern können, das hat mich schon sehr fasziniert, weil es doch nahelegte, dass man hier die Beginn der Metastasierung, die Auswanderung von aggressiven Melanomzellen aus den Geweben auf einen vergleichsweise einfachen Mechanismus zurückführen kann. Und das konnte dann tatsächlich gezeigt werden. Und was daran besonders faszinierend auch war, war, dass in diesem System sich die Modellzellen aus dem Maussystem und dann die menschlichen Melanomzellen ganz ähnlich verhielten, sodass man über die genaue Aufklärung des Mechanismus eventuell auch therapeutische Ansätze finden kann, die beginnende Metastasierung hier zu unterbinden bzw. im Keim zu ersticken. Zusammenfassend hat die Forschung hier bei uns am Exzellenzcluster ergeben, dass UV-Strahlung nicht nur das Erbgut von Pigmentzellen in der Haut schädigt und so den schwarzen Hautkrebs auslöst, sondern dass die Entzündung, die in der umgebenden Haut ausgelöst wird, der Sonnenbrand, bei dem die Immunzellen in die Haut gelockt werden und viele Botenstoffe ausschütten, dass diese Entzündung dazu führt, dass die Melanomzellen beweglich werden und entlang von Blutgefäßen in das Körperinnere auswandern und auf diese Weise Metastasen in lebenswichtigen Organen wie die Lunge oder die Leber bilden. Die neuen Erkenntnisse helfen uns vielleicht auch, neue Therapien zu entwickeln. Wenn wir noch besser verstehen würden, wie Melanomzellen mit den Gefäßwandzellen interagieren und spezifische Hemmstoffe entwickelt werden könnten. Wir hoffen, dass wir hier im Exzellenzcluster besonders gute Voraussetzungen durch die interdisziplinäre, vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, um solche Ansätze verfolgen zu können.
Das Exzellenzcluster Immunosensation ist ein Cluster von Wissenschaftlern. Das heißt, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die auf ganz unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft arbeiten und hier zu einer Thematik sich zusammenschließen, eben dem immunsensorischen System. Und dieses neue, innovative System bearbeiten und versuchen, die Grenzen des Verständnisses weiter zu bringen, als es bisher der Fall war. Und wir wollen nun verstehen, wie der Tumor das fertigbringt, das Immunsystem zu benutzen, um sich selber weiter zu entwickeln, weiter auszubauen. Und das ist die Grundlage dafür, zu verstehen, was man tun muss, um das Immunsystem wieder in die richtige Richtung zu lenken, eine Abwehrreaktion, die wirklich gegen den Tumor gerichtet ist. Diese Arbeit ist auch ein ganz hervorragendes Beispiel für den Erfolg einer gezielten Nachwuchsförderung in Bonn. Wir haben in Bonn das sogenannte Bonfor-System, ist eine Nachwuchsförderung für junge Wissenschaftler, ein internes Förderprogramm der medizinischen Fakultät. Und dieses Förderprogramm fördert junge Karrieren. Und hier sind zwei Wissenschaftler beteiligt, beispielsweise Frau Gaffal oder Herr Bald, die beide diese Förderung erfahren haben und jetzt zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. Sie haben gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erlebt, die voll stolz über ihre Ergebnisse berichtet haben in der Erforschung des schwarzen Hauskrebses, des Melanoms, einer absolut tragischen Erkrankung. Das Ganze jetzt als herausragende Publikation in Nature. Und über diese Erfolge bin ich einerseits natürlich als Dekan der Fakultät begeistert und stolz für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auf der anderen Seite ist es für mich aber auch ein wunderbarer Erfolg unserer langjährigen Strategie, was wir hier in der Wissenschaft aufgebaut haben, trägt Früchte. Und alles, was wir tun, hat aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn es irgendwann wirklich den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Und hier ist aus meiner Sicht ein herausragendes Beispiel, Melanom, schwarzer Hautkrebs, etwas, was wirklich eine tragische Situation bedeuten kann, dass wir hier in der Erforschung, in der Grundlagenwissenschaft Ergebnisse haben, die dann der Patientenversorgung im Sinne der Prävention, der Verhinderung oder der Diagnostik und Therapie zugutekommen. Das ist für mich der große Erfolg, den wir heute feiern können.